Pizza Feser feiert 2024 10 Jahre ihres Debütalbums Gold von Morgen. Noch viel länger ist sie im Musikgeschäft, doch Zeit soll hier keine Währung sein. Wichtig für Alexa ist Authentizität und Weiterentwicklung. Bald kommt ihr 5. Album Kino auf den Markt und wir wollen viel mit ihr besprechen. Ja, dann liebe Alexa, erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio heute. Hallo Anne, ich freue mich sehr. Danke, dass du gekommen bist. Und ich kann dir auch gleich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Du feierst ja dieses Jahr dein 10-jähriges Jubiläum von deinem ersten Album, Gold von Morgen. Das kam 2014 raus. Auch krass, siehst du, dass du das sogar eher weißt, als ich das weiß. Ich habe gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber ja, vielleicht sollte ich mal eine kleine Jubiläumsrückblick zu meinem Album machen, ja. 10 Jahre ist es schon wieder her. Was bedeutet denn das Album heute für dich? Das Krasse ist, ich glaube, so funktionieren wir Künstlerinnen irgendwie, dass immer das, was man aktuell macht, immer das ist, was man jetzt auch gerade fühlt. Oh, übrigens, mein Hund ist auch dabei. Und deswegen ist das natürlich so weit weg von mir. Also 10 Jahre ist für mich auch echt eine wahnsinnslange Zeit. Und ich weiß aber noch, wie sich das angefühlt hat. Also das rauszubringen und so die ersten Sendungen zu haben und dass man so ein Feedback bekommt und dass Leute auf Konzerte kommen. Du hast ja dann in den letzten 10 Jahren seit diesem Album echt so einiges erreicht in der Musikbranche, ne? Also 3 Alben in den Top 10 der Charts und sogar höher platziert noch. Krasse Features mit den verschiedensten Künstlern, Esther Graf, Kool Savas. Und du wärst auch mal fast für Deutschland beim ESC angetreten, habe ich gesehen. Ganz am Anfang, nur mal so ein paar Sachen zu nennen. Worauf würdest du denn sagen, bist du so in den letzten 10 Jahren am stolzesten? Man ist generell auf alle stolz, ne? Weil Musik zu machen ist natürlich kein leichtes Unterfangen. Ne? Da dran zu bleiben und stetig daran zu wachsen und auch zu sagen, ich lebe diesen Traum und ich auch unter jeglichen Umständen. Ne? Also das sieht von außen natürlich immer super erfolgreich aus und man macht so viel. Aber es ist auch ein toughes Business und manchmal verzweifelt man auch so an sich selbst und seinen eigenen Schaffensprozessen. Manchmal hat man auch Phasen, wo man kreativ nichts hinbekommt, also wo man selber gerne was für sich abrufen würde, aber es geht gerade nicht. Ne? Also es sind ja auch Geschichten, die gelebt werden müssen und Erfahrungen, die gesammelt werden müssen und manchmal hat man die dann nicht, weil alles so schnell funktioniert und das Business natürlich auch einen Druck auf einen ausübt. Hast du denn mal das Gefühl, dass du das aufgeben möchtest und was anderes machen als Musik? Oder wusstest du immer so, nee, Musik ist es schon wirklich und das ziehe ich auch durch? Ich glaube, ich kann nichts anderes. Das ist das Problem. die Frage hat sich bei mir nicht gestellt, weil ich habe halt mit 5 angefangen, Piano zu spielen, mit 13 Songs geschrieben und es war relativ klar, dass ich das machen möchte, aber ich habe mir nie einen Plan gemacht, wie ich das erreiche oder ob ich es überhaupt erreiche. Und rückblickend zu sagen, ist es wahnsinnig, also bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass es geklappt hat, weil ich weiß, es klappt eigentlich meistens nicht. Also so aber darüber war ich mir als junger Mensch nicht bewusst. So, ich habe einfach gesagt, naja, klar mache ich das, das ist mein Job und ich werde Musikerin, Sängerin und werde auf Bühnen stehen. Vielleicht ist es aber auch dieses, genau diesen unabdinglichen Willen zu haben, ja, das klappt sowieso, ohne diesen Zweifel im Hinterkopf, dass es dann auch funktioniert hat. Weil ich weiß, dass es ein totales Privileg ist, dass man das machen kann, was man macht. Und dass viele das nicht machen können, weil es einfach rein vom Income her so manchmal nicht reicht. Ne? Also Musikerin zu sein, ist natürlich nicht, viele sagen, das ist so ein brotloser Job. Für manche wahrscheinlich schon. Und ich bin dankbar, dass es bei mir so ist, dass ich immerhin Leute generieren konnte, Fans generieren konnte, die Bock haben, meine Musik zu hören. Jetzt vielleicht erstmal kurz, lass mal über den Song reden, den du ja schon rausgebracht hast. Kaiserschnitt, meine ich jetzt spezifisch. Der thematisiert ja emotionale Narben und wie man damit umgeht. Und der catcht einen ja total mit seinen sehr deepen und sehr ehrlichen Lyrics auch. Was ist denn deine persönliche Verbindung zu dem Song? Das Spannende an dem Song ist, was ich eigentlich kreieren wollte, was vielleicht im ersten Augenblick gar nicht so sichtbar ist, nur wenn man das Video sieht. Das ist der erste Song, den ich sozusagen mit einem KI-Feature habe. Also es hat bisher noch keiner irgendwie so ein KI-Feature rausgebracht. Also jemand, dass man nicht in einen anderen Künstler featuret, sondern KI-AI featuret. Und wir haben aus meiner eigenen Stimme einen Refrain generiert, den wir durch die AI gejagt haben, also durch die KI gejagt haben und die Stimme klingt komplett neu und anders, also es ist eine komplett neue Klangfarbe und wir haben gesagt, boah, das wäre ja unfassbar zu sagen, hey, wir machen das erste Feature mit einer KI,
So, und es klingt tatsächlich genauso emotional wie eine menschliche Stimme. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter über den Song sprechen, lass uns doch erstmal auf jeden Fall in den Song reinhören. Hier ist Alexa Faeser featuring Ava Ion mit Kaiserschnitt. Diese Narbe, sie wird bleiben wie ein Kaiserschnitt. Back to black, das von Amy, sing hier leise mit. Gerade bei Kaiserschnitt sind mir bei dem YouTube-Video und drunter extrem viele Kommentare von UserInnen aufgefallen, die sich wirklich richtig mit dem Song identifizieren und da auch krass relaten können. Was macht das mit dir und wie wichtig ist dir das, dass Leute sich in deinen Songs wiedererkennen? Oh, das ist, glaube ich, das schönste Kompliment und was man als Künstlerin bekommen kann, ne? Dass Leute einfach die Emotionen, die man selber durchlebt hat, einfach auch mit durchleben können. Für mich war das auch gar nicht so klar, weil der Song schon speziell ist und ich nicht wusste, vielleicht verstehen die Leute auch diesen Ansatz mit der KI nicht. Ich glaube, man möchte aus einer Geschichte, die einen sehr belastet hat, und Trennungsschmerzen ist wirklich immer was Schlimmes und es muss nicht immer eine Beziehung sein, es kann auch alles andere an Trennung sein und da rauszukommen ist manchmal nicht so leicht und dann aber jemanden vielleicht zu sehen, der daraus das umwandelt und einem die Kraft gibt vielleicht, dass es dass ich das doch in etwas Positives verkehren kann, ist vielleicht für viele so ein, ja, so ein Anker, so irgendwie was, wo sie festhalten können und relaten können. Und das ist voll, also es geht voll tief bei mir, ne? Also das ist das Schönste, wenn man solche Komplimente bekommt und das ist dann halt auch die Belohnung für das, was man dann, wo man dann monatelang immer dran gesessen hat und so gezweifelt hat und gedacht hat, ah, ist das jetzt geil, ist das schön und so. Und ja. Du hattest ja eben schon mal ein bisschen über den Featured Artist, das Feature mit der KI, mit Ava Ion gesprochen. Ich habe schon vorweggenommen. Genau. Ja. Mich würde mal interessieren, erstmal, wie bist du auf den Namen gekommen? Ich habe gedacht, es ist eigentlich simpler, als man denkt, aber AI, Ava Ion, ne? Okay, ja, so habe ich eigentlich drüber nachgedacht. Ja, stimmt. Ja, ja. Und dann haben mich viele gefragt, so, ey, ist es ein Feature mit dem Künstler Avion? Also es gibt einen Künstler, der heißt Avion oder Avion, der macht so klubbige Musik und so. Und ich so, nee, das ist der nicht. Also den kennt man wohl auch und so. Und ich so, nein, so ein Missverständnis. Mein Wort ist wirklich in der Mitte getrennt, also Avion. Mhm. Und ich habe halt einfach irgendeinen Namen gesucht, der so ein bisschen futuristisch klingt und auch kurz ist. Und Ava fand ich toll, weil er genauso anfängt, wie er endet und also rückwärts wie vorwärts gleich ist. Und Ion fand ich auch cool wegen Ionen und es hatte irgendwas auch, ne? Basices. Und dann habe ich gedacht, okay, der Name ist es jetzt. Und der kam relativ schnell. Mhm. Und dann haben auch alle gesagt, ja klar, es ist ja eh eine fiktive Person, also kannst du dir den Namen geben, den du möchtest. Und ja. Wird man Ava Ion denn noch auf weiteren Releases von dir in der Zukunft vielleicht hören oder KI generell? Also auf dem Album nicht, aber ich fand es so krass und toll, dieses Experiment, dass ich mir echt überlege, ob ich das nochmal fortführe und irgendwie nochmal mache. Also ich hoffe, dass die, man weiß ja nicht, wie aus anderen Songs, wenn man dann Stimmen generiert, ob das auch so cool klingt, ist auch immer ein Experiment. Ne? Also man kann nicht wissen, ob das funktioniert. Ne? Am Ende klingt es auch schlecht, weil diese KI ist eigentlich darauf gemünzt, dass sie englische Sprache nimmt. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass man wie so einen leichten Akzent auch bei dieser Stimme von Ava Ion. Ne? Man denkt so, sie ist vielleicht spricht sie eigentlich eine andere Sprache, aber es ist ja auch irgendwie das Interessante daran. Und es gab auch Parts, die ich mal eingesungen habe, wie die Strophe, weil wir haben ja nur den Refrain genommen. Das hat zum Beispiel gar nicht funktioniert. Da klang sie dann total strange. Und wir gesagt haben, okay, das ist wirklich auch ein Experiment. Aber ich finde das so spannend und es ist also so toll geworden, dass ich mir durchaus vorstellen kann, das nochmal zu machen. So, ich glaube, du springst jetzt so oft hoch, ich nehme mich jetzt hoch. Einmal mit in den Frame nehmen, auf jeden Fall. Ja, kommen wir vielleicht mal zurück zu den bisschen traditionelleren Features, jetzt ohne KI. Wenn du dir jetzt zwischen allen Artists der Welt einfach, egal wen, aussuchen konntest, mit wem würdest du denn dann gerne mal einen Song zusammen machen? Boah, ich finde Rosalía total toll. Auf jeden Fall. Also Rosalía ist auf jeden Fall Top 3. So international gesehen, national gesehen, Schmidt vielleicht. Den finde ich toll. Wen könnte ich mir noch vorstellen? Ich finde The Weeknd auch immer noch ganz weit vorne. Also da hätte ich auch extremst Bock drauf. Ist halt sehr big.
Aber ich könnte mir auch so eine Feature-Künstlerin wie Christine and the Queens vorstellen. Ja, ich glaube, Alexa, wir können jetzt ja erstmal Popcorn bereitstellen, weil dein neues Album Kino wird am 15.03. rauskommen. Der Titel allein macht ja schon mal mega neugierig. Was hat es damit auf sich? Also zuerst einmal, ich bin totale Bingerin, ne? Auch Kinobingerin. Wenn man mich nicht im Studio antrifft oder beim Songschreiben und Komponieren, dann bin ich im Kino und schaue Filme. Und das ist meine große Leidenschaft und das ist, glaube ich, auch die Hauptinspirationsquelle für meine Songs. Also ich höre zwar auch Musik, aber meistens Musik eher, wenn ich gerade nicht kreativ bin, weil ich möchte halt auch nicht, dass am Ende was einfließt, was es schon gibt. Ne? Ich möchte mich gerne von Sachen auch inspirieren lassen, die, wo ich ganz ureigenen Sound entwickeln kann und nicht unbeeinflussbar bin. Und das bin ich ja in dem Sinn, wenn ich über Geschichten, die ich im Kino sehe, wenn die mich inspirieren für andere Geschichten, für Songs, fließt sozusagen nur der Film ein und wenig Musik. Und das, dann kommt irgendwas sehr Essentielles bei mir raus. Irgendwas, was sehr nah bei mir dran ist. Und das mag ich sehr gerne. Und dann muss man dazu sagen, ich habe Songs, die so unterschiedlich klingen auf dem Album. Also die sind wie so kleine Kurzfilme oder Kurzgeschichten, dass es total naheliegend war, auch zu sagen, hey, Kino ist ein geiler Oberbegriff für so viele unterschiedliche Songs, die auch für sich genommen wie ein kleiner abgeschlossener Film sind. Also bei den ganzen Titeln, die ich jetzt gehört habe, stellt sich mir so ein bisschen die Frage auf jeden Fall, was können wir denn von dem Album für einen Sound so erwarten? Ich mache ja Popmusik und das liebe ich ja, dass ich Pop mache und deswegen greife ich doch überall dahin, wo ich hingreifen kann, weil ich es darf. Also Pop, es öffnet sich ja da und man darf eigentlich alles, es ist alles erlaubt. Man kann alles machen und das habe ich mir, diese Freiheit habe ich mir auch wirklich genommen. Also jeder Song ist wirklich komplett eine eigene Soundwelt für sich genommen auch und ich wollte auch ein Album haben, wo ich sage, Mann, wie so eine Compilation von verschiedenen Songs, wo es gibt ja Alben, die so homogen sind vom Sound, die so in einem durchhörst und sagst, so, okay, das ist ein Album, ist ganz klar, das muss auf einem Album stattgefunden haben, aber ich wollte gar nicht wieder in so eine Schublade rein. Ich habe gedacht so, boah, ist doch voll schön, dass ich im Pop wirklich alles machen kann, dass ich Zeitzeuge bin und so ein Katalysator von dem, was mich gerade bewegt. Und genau das habe ich auch versucht irgendwie, immer dann abzubilden. Und das Album ist diesmal auch ein bisschen anders entstanden. Also ich habe immer einen Song gemacht, habe den rausgebracht, veröffentlicht und dann habe ich den nächsten Song gemacht, habe den rausgebracht und veröffentlicht. Und so ist letzten Endes das Album auch entstanden. Und die anderen Alben sind immer so entstanden, dass ich vorher schon die ganzen Songs gemacht habe und danach haben wir nach und nach die Singles rausgebracht. Und diesmal war es viel spontaner, der ganze Prozess, und viel leichter und viel unvorhersehbar, so dass man dann auch sagen kann, okay, cool, die Songs sind echt so eine Essenz des Moments, also immer so kleine Momentaufnahmen genau von dem, in dem Moment, wo ich sie auch geschrieben habe. Also wir haben tatsächlich die Songs immer gleich dann rausgebracht, wenn ich sie geschrieben hatte, und das fand ich diesmal wirklich toll und spannend, weil man als Künstler natürlich auch so tickt, man möchte das, was man gerade macht, auch direkt raushauen. Ja. Ganz sprudelnd einfach. Ja. Ich glaube, das kann man zum Album auch am besten das stimmt, sagen. Das stimmt. Und zu diesem ganzen Entstehungsprozess kann ich ja auch irgendwie nochmal anmerken, du hast ja auch viele von den Songs selber produziert und von den Musikvideos dieses Mal wieder. Ja. Erstmal, woher nimmst du die ganze Power? Ey, manchmal habe ich sie auch nicht. Also mein Privatleben leidet sehr darunter, dass ich echt fast alles selbst mache. Und ich muss mir dann auch manchmal wirklich so Pausen nehmen, wo ich echt merke, wow, das ist manchmal ein bisschen viel, was ich mache. Vor allen Dingen Produktion ist sehr, sehr aufwendig, ne? Also gerade, wenn man so musikalisch was im Kopf hat und das möchte man gerne umsetzen. Ich habe zum Glück ein Team, was immer mit mir dann den Feinschliff und das Ende noch zusammen macht. Ich glaube, wenn ich das komplett alleine machen würde, wäre es auch echt too much. Aber es hat natürlich noch viel mehr die Essenz jetzt von mir bekommen, weil ich halt immer mit einem Demo und mit schon einem Grundteppich ankam, gesagt habe, Leute, guck mal, so klingt der Song. Und dann haben wir den einfach noch verfeinert, aber der klang halt einfach schon so, wie er so im Demo-Status schon so fertig, sodass wir gesagt haben, boah, das ist ja eigentlich total toll, weil es noch näher an mir dran ist. Und bei den Videos war es eigentlich auch ein bisschen zufällig und hatte auch den Grund des Geldes, muss man einfach sagen, weil Musikvideos sind super teuer. Und je mehr man da selber sich einbringt und selbst macht, desto mehr kann man da halt einfach auch sagen, okay, das Geld kann man vielleicht mal für eine Promo ausgeben oder für was anderes oder für eine tolle Live-Session oder sowas, oder steckt es mehr in die Musik rein. Also ich habe halt mehr
das Geld genommen und in die Musik reingesteckt und weniger in so visuelle Sachen und gesagt habe, ey, klar, ich habe auch ganz viele Musikvideos jetzt mit Leuten gedreht, wie zum Beispiel Checkbox, das ist ein krasses Video geworden, auch Highscore und auch Fritten oder Mein Name ist. Aber zwischendrin habe ich auch mal selber Videos gedreht wie Lana Del Rey oder Deine Freunde, was so cool geworden ist, weil wir diese Masken selber gebastelt haben und einfach losgezogen sind und gesagt haben, hey, lass uns das doch alles selber basteln, lass uns an eine Uni gehen, dort drehen und ja, und dann bin ich mit meinen Freunden losgezogen, habe einfach selber ein Video gedreht und das war auch eine krasse Erfahrung, weil ich saß in einem Cut und war völligst exhausted und habe gedacht, so Gott, mitschneiden und alles ist ja ein ganz furchtbares Ding, so ich möchte niemals ein Cutter sein. Das ist echt schlimm. Ich habe es voll durchgezogen und mir voll Mühe gegeben, mich da voll reingehauen und habe 2 Wochen so einen Schnitt verbracht. Also so, ich war voll im Tunnel und habe dieses Video geschnitten und war danach natürlich auch stolz, dass ich das gemacht habe. Ist zwar nichts, wo ich sage, boah, das möchte ich jetzt hauptberuflich machen, nur zu cutten, weil ich weiß, wie anstrengend das ist. Also auch nochmal liebe Grüße an die Leute, die das hier cutten. Das ist wirklich ultra anstrengend. Aber es war natürlich auch mal eine schöne Sache zu sehen, was steckt da noch in mir, was kriege ich irgendwie selber noch hin, was kann ich selber machen und ja, dann ist dieses Video entstanden und irgendwie das Ergebnis irgendwie auch ganz lustig geworden. Wir brauchen mehr Künstlerinnen wie Alexa Feser. Menschen, die ihre Gefühle und Erfahrungen wunderschön in Worte und Töne verpacken können und dadurch den Soundtrack für viele weitere Leben liefern. Und das bleibt. Hallo, ich bin Alexa Feser und ihr schaut Bubblegum TV.